Ja, hallo erstmal. Hier ist natürlich der Jaja. Und ich muss leider aufnehmen, da Manni zu doof ist, um anzukommen. Nein, Spaß. Aber ja, er ist die ganze Zeit nicht on und ich wollte heute noch ein Video rausbringen. Und deswegen müsst ihr euch wieder eins meiner Videos angucken. Ha. Ja, ich war jetzt seit 3, 4 Tagen nicht auf dem Server, weil jetzt auf den Faden verloren. Ich war beim Kumpel und habe da, ja, man kann so sagen, Urlaub gemacht oder dafür 3 Tage gewohnt, weil hier zu Hause keiner war und so und bla 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 und da hatte ich kein Internet und dies und das, ja. Und ja, jetzt will ich mal sehen, was man hier alles gemacht hat. Ich gehe jetzt mal hier die Straßen lang. Ich würde mal sagen, hier hat er jetzt nicht großartig was gemacht. Nö, das sieht nicht so aus. Der Turm war letztes Mal auch schon da. Ich gehe jetzt mal, ja, hier lang. Ich weiß nicht, ob das hier schon stand. Ich meine immer so. Oh ja, hier hat sich was geändert. Was steht hier denn? Hier steht ein neues Haus. Hier ist dann die Wahrheit sein. Ja, wenn es regnet, dann leckt das so öfter von mir. Ah, Moment, ich bin im Schlafen. Vielleicht ist es dann ja besser. Ehrlich. Und. Hey! Okay. So. Ja, das nächste Mal wird Manni auch wieder aufnehmen. Weil bei mir leckt es einfach zu sehr und ich hasse das einfach, ne? Ich bin auch sehr froh darüber, dass Manni da aufnimmt und so, ne? Und da gibt es auch keine Vorurteile oder sowas. Aber ich hasse meinen PC so allmählich, ne? Und immer, wenn man Super Meat Boy aufnimmt, ne? Ey, das leckt wie, ja, wie Scheiße halt. Das ist total für den Arsch, also, nee. Ja. Also das, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie neuen Treiber für meine Grafikkarte brauche oder ob ich irgendwas falsch an Straps eingestellt habe. Ich habe mir schon angeguckt so, ja, wie kann ich das lagfrei machen und wie soll ich das am besten einstellen, damit man dies und das noch hört und die maximalen FPS und all den Scheiß und so. Und ich habe mir das 5 Stunden lang angeguckt. Okay, nicht 5 Stunden, das ist übertrieben, aber das hat mir jemand ins Skype geschrieben. Aber ja, es hat nichts geändert, ne? Also das liegt am PC. Der ist auch jetzt schon mittlerweile 4 Jahre oder 5 Jahre alt. Und ich benutze den Laptop und Manni hat ja Standrechner, Tower. Und mit der besseren Grafikkarte und alles, also ist natürlich klar, dass es bei ihm besser läuft, ne? Ja. Und so lange müssen wir jetzt hier mit diesem Scheiß-Lex leben. Und ich werde mal gucken, weil mein Laptop kann man irgendwie so von unten, ich meine, klar, an jedem Laptop kann man aufmachen, aber selbst ich bin zu doof, um zu wissen, wo genau geht der jetzt auf. Und ich habe auch einen Kumpel, der irgendwie da Grafikkarten reinballert und neu und dies und das macht, also der kennt sich damit aus. Und dann will ich mal gucken und spare ich für eine neue Grafikkarte und so, weil der PC ist eigentlich noch ganz okay. Und vielleicht nochmal ein Prozessor oder irgendwie sowas. Also ich kenne mich da jetzt nicht gut damit aus. Dann soll er mir das eben neu reinmachen. Und dann wird es alles besser laufen. Ja. Hoffe ich davon mal. Zumindest läuft es bei ihm besser, weil er hat seine Grafikkarte geschrottet und dies und das und ja. Dann ist sein PC, naja, was hat er mir erzählt? Also er meinte dann so, ich zitiere mal. Oh Scheiße. Hä? Was ist denn los? Ja. Ich kann kein Minecraft mehr spielen. Das ist dann plötzlich. Und ich, ja, wieso? Warum? Ne? Ja, meine Grafikkarte ist im Arsch, ne? Ja, wenn deine Grafikkarte im Arsch ist, wieso siehst du dann trotzdem noch, wie du schreiben kannst? Weil ich kenne mich echt mit sowas nicht aus. Ne? Ich meine, wenn die Grafikkarte durchgeschmort ist, dann sieht man dann eigentlich noch so jetzt den Rest, also wenn in meinem Internet auf oder Facebook oder so. Also zeigt der Bildschirm dann noch was an. Ja? So doof bin ich, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe dann gefragt, ja, ich fahre eben zu Evonis und hole mir eine neue. So, meine halbe Stunde war der wieder da und dann haben wir auf seinem Server gespielt. Ich sag mal, so lagfrei war der, ne? Normal hat man gesehen,
manchmal hängt der so in der Luft fest und auf einmal war der dann 5000 Kilometer weiter und der lief so flüssig und so und ja. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, also wenn ich irgendwie hier was Neues im Laptop kriege und so, dann wäre ich da doch ganz froh über. Oh. Ich wollte gerade sagen, endlich wieder Wochenende, aber heute ist ja erst Donnerstag. Und? Ja, das meine ich nicht. Scheiß los. Ich hab mal so eine Frage. Wer von euch hat schon Tanzkurs gemacht? Ich mache gerade einen Tanzkurs. Und, ja, mittlerweile bin ich beim 8. oder 7. Mal. Und, ja. Wir haben heute Cha-Cha-Cha gemacht, ein Tango. Also wer was mit dem Begriff anfangen kann, weiß ja, worum es geht, also worum es handelt. Wer nicht, soll es bleiben lassen. Ja, Tango und Cha-Cha-Cha, wie gesagt, Disco Fox. Und mein Lieblingstanz, der Cha-Cha-Cha. Also, wir haben jetzt natürlich noch nicht so viele Abonnenten, ne? Drei Stück. Aber wenn wir etwas mehr haben, dann wird dieses Video, glaube ich, auch häufiger angeguckt werden. Und, angeguckt werden und so. Ja, und dann könnt ihr mal so in die Kommentare schreiben, ne? Was ist euer Lieblingstanz? Was mögt ihr an dem Tanz so gerne? Und, ja, könnt ihr auch so schreiben, wie groß seid ihr? Zum Beispiel tanze ich mit, naja, war in meiner alten Klasse. Ich bin sitzen geblieben, weil ich zu schlecht war und tut mir leid, dass ich jetzt meine Nase putzen muss. Moment. Das sollte man nicht in einem Video mit reinbringen, na egal. Ja, ich besitze irgendwie, weil ich so schlecht war. Heißt aber nicht, dass ich auf Hauptschule oder so bin, ne? Also, ich würde niemals auf die Hauptschule gehen. Ich habe jetzt nichts gegen Hauptschule, ne? Weil ich kenne Leute, die sind auf der Hauptschule und weil sie einfach nur schlecht sind oder faul, aber sie sind trotzdem nett. Aber ich kenne auch Leute, die auf der Hauptschule sind, weil sie einfach, ja, das sind so die Rabauken an der Schule, was soll man dazu sagen, ne? Und dann habe ich einfach gesagt, also mir wurde so gesagt, ja, wenn du sitzen bleibst und dies und das, dann gehst du auf Hauptschule, dann kommst du auf Hauptschule und du kannst es irgendwie abbauen, oder? Naja, ja, warum, also weil du gehst nicht auf Hauptschule und so, bleib auf Real, das heißt nachher so bei einer Ausbildung oder so, ja, Abschluss, ja, Realschule, ja, und dann Abschluss die Hauptschule, Hauptschule, die ich überhaupt nicht habe, und das wollte ich dann halt nicht. Hab dann halt eine Klasse gewechselt, dann wird auch eine schöne Klasse. Das ist ganz cool, meine Noten, unvorstellbar gut, ne, also wir haben jetzt gestern ein Vokabeltest gekriegt, auch wieder eine 1. Soll es nicht angeberisch sein und so, ich meine, vorher, gebe ich offen zu, ich habe nur 5 und 6 geschrieben. Und ich habe mir jetzt extra, ich streng mich jetzt dafür an, dass ich dieses verdammte Schuljahr schaffe. Und dann ist auch gut, dann muss ich nur noch ein Jahr. Ja, und jetzt auf das Thema Tanzen zurückzukommen. In meiner alten Klasse war ich eine Partnerin, also das ist meine Partnerin. Und, ich verliere so auf den Faden. Tut mir leid, ehrlich. Ich bin noch fertig vom Tanzen. Ja, und nicht so groß wie ich. Um jetzt auf das Thema Kommentare zu kommen. Wer tanzt, kann ja mal so schreiben, ja. Ich bin 1,50. Nee, das ist zu wenig. Ich sag mal so, ich bin 1,70 und meine Partnerin ist 1,69. Ich finde das passt. Also meine, also ich bin 1,81 und meine Partnerin ist so, ja, 1,75, sag ich mal. Ja, schön schlank, wie es sich gehört. Und wir haben da auch jemand, der ist 2 Meter und seine Partnerin ist 1,50, ne? Also, die kann man theoretisch echt auslachen. Da hat man auch echt Muskeln, ja. Und, ja. Also, würde mich mal interessieren, wie das hier ist. Kann man ja dann in den Kommentaren posten, wenn man dazu Lust hat und es mehr Klicks gibt. Dies und das. Oh, Mann, ich schreibe schon nicht immer den Facebook. Multitasking-Gehirn. Multitasking-Gehirn. Simpel, du hast doch ein Multitasking-Gehirn. Deswegen könnt ihr auch 19 Leute gleichzeitig anschreiben. Ich weiß nicht, sollten wir irgendwie so einen Facebook-Kanal machen? Jaffet und Money. Oder
Gamer Brothers, Facebook, was weiß ich. Noch Money mal fragen. Ja, mir ist so langweilig im Moment, deswegen labe ich eigentlich nur Scheiße. Ja, ich glaube, ich schaffe jetzt erstmal eins, was wir angeschrieben haben. Also das war's dann heute für das Erste. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und schlaf gut. Und morgen ist schon Wochenende. Tschüss.